mit sehr toll, mit lauter hübsche junge Damen. Ja. Hallo. Ja, die Theatergruppe der Schule. Nein, ich war da noch so. Das war damals der Mädcheneingang und das war der Knabeneingang. Solche Unterscheidungen gab es damals noch. Wahnsinn. Das war die Turnhalle, ja. Ich glaube, keine Straße. Und hier, da ist noch das gleiche Gitter. Da fehlt nur ein Herz. Da war ich früher gestanden, schon bevor es aufgemacht hat, weil ich es nicht erwarten konnte, bis ich in die Schule kam. Glaubt ihr mir nicht, aber so war es damals. Sind die Leute dann nur, sind die nur in verschiedene Eingänge gegangen oder wurden die auch getrennt unterrichtet dann? Ja? Um Gottes Willen. Im selben Haus? Im Haus. Aber das haben wir doch schon als Zugeständnis empfunden. Ja. Da musste ich zwar mit 14 Jahren 1937 in die Lehre gehen. Oberschule konnte ich nicht besuchen, weil man da bezahlt, Geld hat man nicht. Aber zwei Jahre später war ja Krieg. Mhm. Dann hat es alles keine Rolle mehr gespielt. Ne? Waren die Fenster zugemauert? Die waren zugemauert. Sind die jetzt offen? Wie lange? Was war das denn für ein Schule damals? Das war die städtische Volksschule Nürnberg. Ach so. Ja, die moderne Version von der widerspenstigen Zähmung von Shakespeare. Ja, genau. Stark abgeändert. Aber die sind doch nicht zu zähmen, Herr Vollmer. hier oben im zweiten Stock. Das muss hey, da ist unser Klassenzimmer gerade. Das ist ein, da war mein letztes Klassenzimmer und da haben wir einen Lehrer gehabt. Wenn wir besonders brav waren, dann hat er aus dem Schrank eine Violine rausgeholt und hat etwas gemacht. Singunterricht ist das Einzige, was ich nicht leiden konnte, wo ich ständig die schlechtesten Noten hatte. Aber das mag jetzt sentimental klingen, aber es ist ehrlich gemeint. Wie der da im letzten Jahr uns am Brunnen vor dem Tore beigebracht hat, da habe ich rausgeschaut. Auf einen Lindenbaum, das war sicher nicht der, das war ein älterer. Und da habe ich damals als 14-Jährige mir so gedacht, naja, da musst du dich einmal später erinnern. Das habe ich dann lange vergessen gehabt. Aber wenn ich dann in Japan oft bei diesen Abenden in Tokio, Utsunomiya und so weiter mit den Japanern deutsche Volkslieder singen musste, dann ist mir das in Erinnerung gekommen. Also, das ist schon für mich was Besonderes gewesen. Und drum möchte ich in das Klassenzimmer kommen. Und wie wir da rausgekommen sind, da waren wir so froh, die Schule haben wir hinter uns und das Leben vor uns. Nichts ahnen, dass zwei Jahre später der Krieg begann, den wir ausreichend genossen haben. Und viele von denen, die hier saßen und mit nach Rötland gingen, die sind nicht mehr nach Hause gekommen. Und wenn ich heute am Rückweg von Tokio über die Nordinsel fliege, Finnland, das indische Mohrenland, dann denke ich daran, wie viele meiner Kameraden da unten begraben liegen. Und ich hatte das Glück, das alles zu überleben und wieder zurückzukommen. Das ist mir da sehr bewusst geworden. Naja, in meine erste Lehrstelle als auf einer Baufirma, wo ich gelernt habe, 1937. Was haben Sie da gemacht? Da haben wir die Kongresshalle gebaut, die Autobahnen nach Pegnitz und solche Sachen. Also die Kongresshalle.
Wiedersehen. Und vielen Dank. Danke. Wiedersehen.